Hallo und herzlich willkommen bei Stimme von Fortgeschrittenen. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten RC-Bastelprojekt. Ich habe nämlich in einem Konvolut diesen Offroad-Fighter 2 geschossen. War recht günstig, hat aber auch seine Gründe. Das war natürlich mal Nitro-Buggy, sieht man. Ne? Also 1:8er Größe, Offroad-Fighter 2 von Carson, falls das irgendjemand was sagt. Ich habe aber mit dem aber ein bisschen was anderes vor. Was ist das Bekloppteste, was du mit dem Ding machen kannst? Das da. Genau, also ich habe halt hier noch diesen wunderschönen Turnagy SK irgendwas Motor rumfliegen, der kein SK irgendwas Motor mehr ist, weil er durchgebrannt war und ich da was anderes reingewickelt habe. Motor wickeln kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr es wollt. Ist gar nicht so schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich den verwende. Ich habe nämlich noch mehr so die Dinger. Muss mal gucken, das ist jetzt bis erstmal. Stellt euch da den richtigen Motor drinnen, der dann irgendwann drin ist, genau. Schöner Satzbau. Und was auffällt, ist, dass das Getriebe fehlt. Leider. War nicht dabei, war nicht im Lieferumfang enthalten. Die Idee ist, sich da jetzt ein Getriebe selber zu basteln aus einer Gewindestange. Da muss ich mir halt nachher irgendwie so eine Aufnahme ranbasteln. Links und rechts. Die Übersetzung wird wahrscheinlich sogar so sein, dass hier ein größeres Ritzel drauf ist als hier. Weil die Dinger, die haben richtig Drehmoment. Die drehen auch nicht so hoch. Wenn das Ding dann mit 4S läuft oder von mir aus selbst, wenn es mit 6S läuft, die Drehzahl, die da hat, das ist nicht viel. Deswegen muss ich das halt übers Getriebe rausholen. Genau. So, und was mache ich jetzt erstmal? Ich tue den ganzen Schrott, den ich ja nicht brauche, da fliegt erstmal raus. Dann mache ich das Ding erstmal sauber. Ja, neue Reifen braucht er übrigens auch. Oh Gott, rot, ja, wieso sind die rot? Die werden schwarz lackiert. Die Karosserie wird sicherlich auch schwarz lackiert. Und ich muss mal gucken, ob sie dann überhaupt noch drüber passt. Genau. Und das ist der Plan, aber erstmal muss ich ihn sauber machen. Das wird jetzt auch so sein, ihr seht es ja jetzt schon, das Video ist ja jetzt schon fast zu Ende. Das wird so Vlog-mäßig. Da kommt jetzt immer, sobald ich einen Schritt gemacht habe, kommt die nächste Folge auf YouTube. Genau, so viel erstmal zum Projekt. Das war jetzt die Projektvorstellung von der Kiste. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Projekt gefällt und euch der Kanal gefällt und ihr vielleicht sogar mal wieder ein Hausvideo sehen wollt. Die Anne schneidet da gerade wieder ein bisschen was zusammen. Vielleicht, ihr könnt auch mal, wenn ihr wieder was von dem Ding sehen wollt, dann sagt Bescheid. Genau, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Haut rein.